Willkommen zurück zu Total War Warhammer mit den Bretonen. Aktuell bin ich etwas positiv gestimmt. Wir müssen eine neue Runde starten und ich hoffe mal, dass er hier bleibt und nicht weiterzieht nach Marienburg. Wenn er hier bleibt, dann begeben wir uns in der nächsten Runde hier hoch. Muss mal eben nachschauen. Können wir gerade nicht prüfen, ob er hier hochkommt. Aber das sehen wir dann gleich. Drückt uns die Daumen. Our neighbors in the east deign to visit. Nordland fragt an nach einem Schutzbündnis. Nee, für sowas haben wir jetzt keine Zeit. So, was machst du? Er geht nach Süden. Oh, er greift uns an. Was geht denn mit dir? Hä? Die Großherden kommen mal wieder. Ich dachte, die wären doch schon hier gewesen. Wunderkinder. Einem knappen, der gedankenverloren adeligen Kindern beim Spiel auf dem Schlossgelände zusah, fiel auf, dass einige von ihnen offenbar magische Talente zeigten. Könnte das angeborene Geschick dieser Wunderkinder ausgebildet werden? Schau mal, die Diener der Herrin informieren. Rang des Helden bei Rekrutierung plus 4 für Maiden. Wow. Rekrutierungskosten für Helden minus 25% oder selbst ausbilden. Rang. Hä? Ah, für Paladine. Oh, wir nehmen natürlich die Paladine. Und was machst du jetzt hier? Sind wir denn nicht in der Stadt hier? Hat das jetzt irgendwie wirklich darauf angelegt? Protector of the realm. Verstehe ich gerade nicht. I am the blood of Shiel. Wir stehen doch mitten hier in unserer Burg. Und er belagert jetzt, okay. Dann würde ich sagen, greifen wir den mal an, oder? Können wir ihn vielleicht vorher noch schwächen? Ein Attentat. Level 9 hat er hier, der rote Herzog. 42% Chance, wir probieren es. Und sie hat es tatsächlich geschafft. Ach du Scheibenkleister. Jetzt haben sie keinen Anführer mehr. Und wir holen uns den Saftsack jetzt. Wir holen uns die Rache zurück. Jetzt verschwindet er einfach. My blade is ready. Ja, dann ihm nach, sage ich da nur. Wir werden mal die zweite Einheit. I suppose so. Taking my leave. So, du jetzt hier noch. And honor. I shall prevail. Und ich denke mal, das war's mit Musilon. Vielleicht entkommt er uns nochmal. Aber ich denke mal eher nicht. Wir wählen das automatische Gefecht. Ein entscheidender Sieg war klar. Wir wählen die Führerschaft wieder. Making my way. Eigenschaft erhalten, guter Angreifer. Ein guter Angriff erfordert geschickte Krieger und zahlenmäßige Überlegenheit. Der Luin Leoncor erhält die Ritterlichkeit, Führerschaft plus 10 und Auragröße plus 30. Sind jetzt bei 266 aktuell. Dann, eine Rüstung, güldener Kürass. In Blau. Champion of the Lady. Ist die besser als unsere jetzige, aber sowas von. Zieh die mal an. Dann du ziehst unsere alte Rüstung an. Die ist schon etwas abgewetzt und ja auch schon etwas rostig, aber das macht dir ja nichts aus. Gut. Mensch, da haben wir ja doch nochmal zurückgeschlagen. Irgendwo hat er noch einen. Glaube ich. Nächster Schritt hier, Gisore zurückzuholen und Bordeleu zurückzuholen. Und dann war es das mit euch hier. Und dann haben wir hier schon ein schön
großes Reich, würde ich sagen. Dann können wir auch, ich weiß nicht, ob wir nochmal abrüsten sollten. Aktuell minus 55% Einkommen. Das ist schon arg wenig, muss ich sagen. Allerdings, zwei Armeen brauchen wir fast. Können hier noch upgraden. Habe ich ganz vergessen. Das Rittergelübde ist ja nur für den Unterhalt. Okay, Angriff ist wichtiger. Beziehungsweise hier die Abwehr. Und du? Können wir hier oben? Der kann nochmal. Geliebter Sohn von Bretonia. Passive Fähigkeit. Plus 8% Nahkampf. Um sich herum wirkt sich auf die Verbündeten aus. Das ist gut. Verlust Verstärkungsrate. Das ist auch gut für Ritter. Wir nehmen die Verstärkungsrate. Dann ihr marschiert hier hoch. Wir können sogar gleich noch hier hoch. Das ist gut. Wir können gleich noch einnehmen. Und besetzen natürlich. Ein grauer Kyros. Naja, nicht so toll. Und du marschierst hier in diese Richtung. Allerdings gehst du hier. Wieso kannst du denn hier nichts machen? Never. Ja, dann geh du hier runter. Das sollte es. Eieieiei. Können wir noch? Nee, das ist zu viel. Wir müssen etwas warten. Wir machen nochmal den Gewaltmarsch hier raus in unser Gebiet. Das ist zu viel, was wir hier verlieren. Er hat ja eh nichts mehr. Das heißt, wir schauen hier, dass wir hier nochmal ein bisschen uns heilen. Und gehen dann nach Westen. Wir haben aktuell 6785 Gold. Wir könnten hier upgraden zu. Endlich! Endlich den Gralsschrein auf die Gralskapelle. Können dann Gralspilger, Gralsreliquie, was immer das auch ist, und Maiden rekrutieren. Wir nehmen das mal. Und hier können wir nochmal. Hier haben wir nochmal einen frei, einen Platz, der aber wahrscheinlich dann für die Mauern reserviert sein wird. Ich denke mal, ja. Der wird für die Mauern reserviert sein. Okay, wir haben noch 1200. Hier könnten wir noch was bauen. Hier in Mousillon. Was können wir denn hier bauen? Ein Weberhaus für garantiertes Einkommen. Oder den Keller. Dazu brauchen wir das Weberhaus. Und hier brauchen wir den Tuchmacher. Ist ja unglaublich. Das heißt, wir brauchen die beiden Gebäude hier, um hier die beiden. Ne. Wobei Einkommen plus 50% aus lokaler Region. Ja. Apotheke. Wäre alles interessant. Ach, guck. Nö, das ist ja noch gar nicht gebaut. Da weist er uns nur darauf hin, dass wir das nicht bauen sollen. Wir warten etwas ab. Ich will noch etwas Puffer von der Kohle her haben. Wir sind jetzt bei 276. Die nächste Stufe gibt es bei 400. Die Frage ist, können wir dann gleich nochmal einen grünen Ritter herbeirufen? Dann machen wir eine komplette Armee mit grünen Rittern. Und hier müssen wir noch. Hier müssen wir reparieren, oder? Nö, müssen wir nicht. Aber hier können wir bauen. Jagdlager würde ich hier bauen. Für den Handel. Und Arthur, was ist mit dir? Bist du jetzt vielleicht mal gewillt? Da sind wir jetzt bei 186. Verschlechtert sich, weil wir große Macht haben.
Welcome to Fair Britannia. Er will einfach nicht der Föderation, ich habe zu viel Stellaris gespielt, der Konföderation beitreten. Und wir können... Habe ich dich nicht abgegradet? Das war vor der Einnahme von Gisereux. Grundausbildung oder Munition? Nö, Munition nicht. Wir nehmen lieber den Vitalitätsverlust. Gut. Können wir mit jemandem noch handeln? Mit Bordelot zum Beispiel. Jawohl. Sehr gut. Sonst noch jemand? Tilea. Wer ist das denn? Südliche Reiche? Ja, die kennen wir noch gar nicht. Da sind wir bei minus 2, minus 5. Vielleicht wollen die... Nö, die wollen nicht. Wir probieren es trotzdem mal. Nö. Wollen die nicht? Okay. Wer nicht will, der hat schon. Ha, ich bin jetzt etwas zufriedener, muss ich sagen. Und etwas gelöster wie noch vor zwei, drei Folgen. Das hat mich schon ganz schön angepisst hier mit diesen Untoten. Die haben uns ordentlich hier zwischen die Füße gefahren. Die sind uns ordentlich zwischen die Füße gefahren. Nächste Runde. Und ich glaube, irgendwo hat er noch einen Anführer. Bordelot fragt an. Krieg beitreten gegen die Halbmonde. Eigentlich können wir dir ja, können wir normalerweise machen, oder? Gegen die Halbmonde. Du führst auch noch gegen Arquilon und gegen den Kerbhornstamm Krieg. Wir führen auch gegen die Halbmonde Krieg. Schließlich wollen wir unsere bretonischen Freunde unterstützen. Vielleicht geben sie uns sogar noch etwas mehr Geld. Oh, ist jetzt schon moderat. Wer marschiert hier durch unser Land? Das war irgendwie ein Zwerg. Ah, dem haben wir, glaube ich, sogar... Haben wir dem Zugang gewährt? Wir haben eine Streitkraft der Fraktion Kerbhornstamm beim Versuch entdeckt, einen Hinterhalt zu legen. Okay. Was macht ihr denn hier? Einfall der Grünhäute. Um die müssen wir uns ja gleich mal kümmern. Die schaffen wir doch locker, würde ich sagen. Hier oben ist alles friedlich soweit, oder? Wir sind hier bei plus 16. Plus 3, hier passt alles. Wir sind im grünen Bereich, hier sind wir bei minus 7. Allerdings, was gehört denn hier noch dazu? Montfort gehört hier dazu. Montfort ist hier drüben. Wir können hier noch nicht weg. Wir können hier noch nicht weg, das dauert noch etwas. Aber hier, das dauert ja auch noch ein bisschen. Hier können wir bauen. Was können wir denn hier bauen? Den Weiler zum Beispiel. Und du kümmerst dich hier um die, würde ich sagen. Ja. Mach mal, ich hoffe, die laufen nicht davon. Nein. Da sind wir sogar nur bei 3/4. Oh, und die haben immer noch 180. Er läuft nach Süden. Schwert des Blutbads, Nahkampfangriff plus 8. Das rüstest du gleich aus. So. Du hast ja hier gar nichts. Kannst du denn hier... wir haben einfach nicht so viele Gegenstände. Die sind alle schon vergeben. Ein Upgrade, Miliz.
wie immer. Und dich können wir gleich nochmal angreifen. Und diesmal soll es aber gewesen sein. Ein zweites Mal kommt er uns nicht mehr davon. Huzak, unser Feind von der Fraktion Aufrührer, ist in der Schlacht von Bordeaux gefallen. Segen der Herrin. Wir erhalten wieder den Segen der Herrin. Sehr gut. Können wir denn hier jetzt... Wir könnten hier noch hoch? Reicht nicht. Das reicht leider nicht. Können wir denn mit dir militärischen Zugang vereinbaren? Mit Bordeaux müsste das doch gehen, oder? Oh, haben wir bereits. Ja, haben wir. Das heißt, du könntest zur... Du könntest hier reingehen und erholst dich dann wieder etwas. Sehr gut. Dann, du würdest hier runtergehen. Macht in meinen Augen jetzt keinen Sinn mehr. Vielleicht geh mal hier rüber und kundschafte aus, was es hier gibt. Gar nichts. Dann bleib noch hier und modifiziere die Baukosten. Hier können wir noch was bauen. Ist die Frage, soll man hier überhaupt sowas bauen? Ich wäre hier fast jetzt dafür. Ich frage mich, was das hier ist. Ritterlichkeitskosten. Das heißt, das kostet uns 20 Ritterlichkeit, denke ich mal. Aber auch nur einmalig, oder? Was können wir nehmen? Wir warten noch etwas. Wir haben erst 1000 Gold. Das ist relativ wenig. Wir haben minus 41 aus den Höfen. Du hier oben müsstest doch noch nicht ganz voll sein. Wir bräuchten auf jeden Fall. Sind die noch nicht fertig hier? Doch, fahrende Ritter. Die sind bereits fertig. Fahrende Ritter. Was machen die? Schockkavallerie und die Hellbarden. Quatsch. Fahrende Ritter und die Bogenschützen. Was? Wir haben doch hier oben dich gebaut. Das heißt, wir haben hier die fahrenden Ritter und was war das? Ah, den Paladin. Aha. Ah, der Paladin, ja, der war es noch. Okay. Das heißt, euch würden wir am besten mal zusammenfassen. Dich entlassen wir. Und holen uns dafür, wenn wir wieder genug Geld haben, den fahrenden Ritter. Und hier steht dabei, euer Kommandant verfügt über die Fähigkeit Rittergelübde und kann diese Einheit in seiner Armee ohne Strafen unterhalten. Heißt das, die wirkt sich hier oben nicht aus? Das wäre natürlich super. Das wäre richtig, richtig gut. Okay. Können wir noch was machen? Nein. Nächste Runde. Wer kommt denn hier an jetzt? Bleib bloß weg hier. Musilon. Aha. Ja. Bla, 6000. Ja. Von wegen. Unter dem Blick des dunklen Mondes. Unsere Krieger dringen tief in feindliches Land ein. Doch es ist nicht alles gut. Es zeigen sich dunkle Omen als zähe der Schatten eines gehörnten Gottes aus dem bösen Mond heraus zu. Morslieps Blick hält die Armee. Das Omen verbessern. Kriegseifer. Führerschaft plus 6. Schaff. 1500 kostet uns das. Oder wir riskieren Morlieps Zorn. Wir riskieren es mal. Wir brauchen die Kohle.
Und er hier? Lord of Bretonia. Ach, das ist ja hier... das ist ja einer von uns. Also nicht einer von uns, aber von unserer... Was machst du denn jetzt hier? Hä? Roter Drache, wer bist du denn? Der hier, Baston. Ah. Ach, der hat ja gar keine Siedlung mehr. Der hat keine Siedlung mehr. Gut. Dann holen wir uns jetzt hier die letzte Stadt von Mousillon. Bevor er jetzt meint, er kann die sich holen. Wir müssen hier auch noch belagern. Ich schau mal in der nächsten Runde, vielleicht reicht es schon, wenn wir nur den Rambock bauen. For the lady. Fortsetzen. Dann, was ist denn hier los? Schlacht ist hier, Schlacht um von Burg Baston. Aha. Okay, das sind wohl Leichenberge. Dann du hier oben könntest theoretisch nach unten gehen. Sind wir jetzt bei plus 16. Und bei plus 20. Das heißt, du könntest hier etwas für Ordnung sorgen. Hier oben ist relativ ruhig aktuell. Dann könnte er sich nämlich hier diesen Ort noch holen. What would you have of me? Gut. Wir brauchen noch um die 80, 85, 84 Ritterlichkeitspunkte, um in die nächste Stufe aufzurücken. Wir belagern hier, das passt. Sollen wir was bauen? Sollen wir was bauen? Hier haben wir einen neuen Platz frei. Das ist gut. Ein Keller. Hier könnten wir sogar... hier könnten wir sogar dann... wir brauchen für... Okay, wir brauchen einen Keller. Ach, die wechseln sich immer ab. Okay, dann müssen wir sowieso dich auch hier bauen. Dich bauen wir nicht, genauso wenig wie dich. Wir bauen den Keller. Gut. Hier können wir noch was Neues bauen. Frage ist nur, was? In Marienburg würde ich eher jetzt hier auf sowas gehen. Ressourcenproduktion, Färbemittel. Damit wir hier noch ordentlich handeln können. Und Kohle reingeht. 36, das geht relativ schnell jetzt nach unten. Sehr gut. Wirklich gut. Ansonsten alles erledigt. Nächste Runde. Er fährt weiter nach oben. Der arme Kerl ohne Sitz, ohne festen Sitz. I feel the lady's anger at your presence. Da kommt er wieder. Jetzt will er wieder nur noch vier. Oh, er will unser Vasall werden. Ja, da hast du dich geschnitten. Vasalisierung ist abgeschlossen. Hingebungsvoller Dienst. Die edlen Ritter und Adeligen, die den Frieden im Reich sichern, verdienen ein Zeichen des Dankes. Doch wie könnte man sie entlohnen? Mit Rüstung und Waffen, Einkommen aus Industrie minus 25% und Einkommen durch Überfälle. Macht keinen Sinn, wir machen keine Überfälle. Oder ein großes Festmahl. Nehmen wir lieber dich hier. Dann, wie sieht es hier aus? Können wir dich jetzt einnehmen? Honor and glory. Ja, jetzt geht's. Und eigentlich müsste der jetzt irgendwie ja wohnsitzlos sein. It shall be so. Nö, die wurden sogar ausgelöscht. Mousillon ausgelöscht, von der Fraktion bleibt nur das schallende Gelächter der dürstenden Götter. Und in Bordelot
geht uns jetzt noch. Okay, gehört hier Aquitaine dazu. Macht gar nichts. Was haben die denn hier? Den Hafen. Gut, 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 gut. Wir könnten hier theoretisch wieder was bauen. Zum Beispiel die Obstgärten. Die gehen sogar bis 4 hoch. Dann hat er noch ein Upgrade erhalten. Wir nehmen die, den. Ne, Ritterkodex macht hier jetzt keinen Sinn. Wir haben hier keine Ritter. Wir nehmen die Grundausbildung oder das Schlachtross. Ja. Gut. Und du gehörst dann sowieso, das heißt, wenn wir dich jetzt einnehmen hier drüben. Dieser Hund, der gehört zwar jetzt ja, zu unserer Sippe, aber... Ah, jetzt hat er sich's geholt. Willst du nicht Mitglied werden bei uns im Club? Mein Freund. Welcome to Fair Bretonia. Will er nicht? Wir sind jetzt bei 100. Ah, Mist. Sehr schade. Na gut. Wir haben ja jetzt doch schon ein relativ stattliches Reich, muss ich jetzt feststellen. Artois ist noch ein grüner Fleck hier. Den, wenn wir noch hätten, wäre es um einiges schöner. Aber da wollen wir uns nicht beklagen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis gleich.